und die Wirtschaftsakademie der Oberösterreichischen Nachrichten bringt seit Jahren internationale Spitzenreferenten nach Linz. Marc Gassert gilt als der Experte für Selbstdisziplin und veranschaulicht dies in seinen teils sehr lebhaften Vorträgen. Beim Durchhalten, beim Diszipliniertsein, da geht es eigentlich um drei Fragen. Die erste Frage ist, was generiert den Antrieb? Ja? Die zweite Frage ist, wie halte ich durch, wenn ich im Tal der Tränen bin? Und dann die dritte Frage ist, wie regeneriere ich wieder? Also wie kann ich die Kraft, die ich verbraucht habe, wieder auffüllen? Weil eines ist klar, Menschen machen gerne schwierige Dinge, auch gerne mal ungeliebte Tätigkeiten, wenn man die Power dafür hat. Marc Gassert besitzt den schwarzen Gürtel in Karate und hat viel Zeit in Asien verbracht. Durchhalten ist seine Disziplin, gerade in Corona-Zeiten vielleicht wichtiger als je zuvor. Ich glaube, dass das Wort Selbstdisziplin gerade in der Corona-Zeit einen riesigen Nachhall erzeugt hat. Die Schwierigkeit, die ich im Moment in der Gesellschaft sehe, ist, die Leute sind gerne bereit, diszipliniert zu sein, auch gerne ihren Pflichten nachzukommen, der Enthaltsamkeit, den Abstand einzuhalten, sich zu schützen, um andere zu schützen. All das funktioniert nur dann, wenn wir in der Wertekongruenz sind. Also nur dann, wenn das Wertesystem passt, wenn man das Gefühl hat, man wird ausgenutzt, andere werden bevorteilt, man wird belogen, dann ist auf einmal so viel Zähes im System und die Disziplin ist weg. Spannend, mitreißend und faszinierend. Die 90 Minuten im Brucknerhaus vergehen wie im Flug. Jetzt kommt übrigens nach einer Minute, nach zwei Minütchen, kommt etwas dazu, das könnte man bezeichnen als leichte Anzeichen von Schmerz. Kann man das so... Ja, aufrecht, aufrecht. Weil weißt du, wenn wir Männer leiden, leiden wir mit Würde. Das ist immer so. Außer wir haben Schnupfen. Komm, aufrecht, aufrecht. Knapp eineinhalb Stunden Durchhalten haben sich gelohnt. Die Wirtschaftsakademie der Oberösterreichischen Nachrichten, ein voller Erfolg. Ich besuche die relativ regelmäßig. Ich muss sagen, ich nehme jedes Mal was mit. Es sind sehr unterhaltsame Vorträge, das ist ja auch ganz wichtig. Und sich immer ein bisschen was mitzunehmen und zu sagen, das auch anzuwenden, nehme ich mir jedes Mal vor und das gelingt mir eigentlich immer ganz gut. Eine Stunde mit einer Persönlichkeit, die einen Input bringt, da reicht es ja doch, wenn wir dann vielleicht einmal nur einen Satz, eine Kernaussage haben und mit der können wir uns selber wieder viel besser aktivieren. Humor, Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen. Marc Gassert inspiriert und motiviert. Ich habe Marc Gassert schon kennen und er ist immer wieder ein Wachrüttler für mich und war heute besser denn je. Es ist eine tolle Netzwerkveranstaltung auf der einen Seite, mit der wir ausgezeichnete Erfahrungen gemacht haben. Und gerade in Zeiten wie diesen, glaube ich, dass es eine gewisse Sehnsucht nach Kontakt zu anderen Menschen gibt und umso mehr muss man mitmachen. Die Wirtschaftsakademie der Oberösterreichischen Nachrichten. Den nächsten Termin können Sie sich übrigens schon vormerken. 10. November, Brucknerhaus, Linz.